Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Anfänger-Lehrgang. Und zwar ist es so, ich werde die letzte Zeit immer wieder gefragt, Anna, wie soll ich eigentlich meine Schachpartie beginnen? Was soll ich da eigentlich machen? Und ja, ich möchte euch einfach ein paar Tipps an die Hand geben. Grundsätzlich ist es so, das Spiel kann man unterteilen in die Eröffnung, das Mittelspiel und das Endspiel. In diesem Video geht es jetzt mal um die Eröffnung. Also wie eröffne ich richtig? Und welche Fehler sollte ich möglichst vermeiden? Und da gibt es ein paar Regeln, die man beachten sollte, die wir alle gelernt haben, die wir angefangen haben, Schach zu spielen. Und zwar ist das zum einen, dass man am Anfang nicht so viele Bauernzüge machen sollte. Also ich sehe oft, wenn ich gegen Spieler zum Beispiel simultan spiele, dass viele Hobbyspieler am Anfang zum Beispiel anfangen mit Weiß diesen Bauern zu ziehen und ich spiele dann E5 nach C3 und dann spielt man nochmal B3 und ich spiele D5 und es wird zum Beispiel G3 entgegengesetzt. So, jetzt hat Weiß schon drei Bauernzüge hier gemacht und auch Schwarz hat zwei Bauernzüge gemacht, aber der Unterschied ist, und da kommen wir jetzt zur nächsten Regel, die man beachten sollte. Man sollte nicht nur einfach wahllos irgendwelche Bauern ziehen, sondern man sollte möglichst versuchen, wenn man Bauern zieht, diese ins Zentrum zu ziehen. Das Zentrum sind diese vier Felder hier in der Mitte. Und wie ihr seht, hat hier gerade Schwarz schon mit seinen zwei zentralen Bauern das Zentrum besetzt und hier Felder gewonnen. Denn zum einen dieser Bauer guckt nach C4. Und auch nach E4 und dieser Bauer nach D4 und nach F4. Also die besetzen hier schon diese ganzen oder haben diese vier Felder hier unter Kontrolle. Und hier hat Schwarz schon einen Vorteil erreicht, obwohl er gar nicht angefangen hat, in der Partie zu ziehen. Ja, dann ist es so, der Weiße hat hier, naja, drei Bauern jetzt gezogen und noch keine seiner Figuren hier unten auf der Grundreihe entwickelt. Damit kommen wir auch zur nächsten Regel, und zwar ist das die Regel, dass man am Anfang eher seine Figuren rausholen sollte, seine Leichtfiguren. Und nicht so viel irgendwo am Rand mit den Bauern ziehen. Wenn man mit den Bauern zieht, dann im Zentrum ziehen. Also angenommen E4, das wäre schon stärker zu spielen, nicht am Rand, macht auch hier für den Läufer schon die Diagonale auf. Und wenn hier E5 kommt, dann sollte man nicht wieder anfangen, B3, C3 zu machen, sondern man sollte seine Leichtfiguren entwickeln, zum Beispiel hier den Springer rausholen. Zwei nach vorne, eins nach links und auch wieder hier zum Zentrum, zur Mitte hin entwickeln. Nicht an den Rand stellen. Hier hat er weniger Möglichkeiten. Das habe ich im allerersten Video schon erklärt. Außerdem greift er hier auch schon einen Bauern im Zentrum an. Und wenn jetzt Schwarz diese Regeln auch beachtet, dass er zum Zentrum hinzieht und seine Leichtfiguren entwickeln soll, statt zu viele Bauern zu ziehen, dann entwickelt er jetzt seinen Springer von B8 nach C6. Man sollte auch versuchen, die Figuren möglichst schnell herauszubringen. Also man sollte schnell seine Leichtfiguren entwickeln. Das heißt, man hat in der Eröffnung nicht so viel Zeit. Und Zeit ist eine sehr wichtige Komponente am Anfang. Man hat nicht so viel Zeit, so viele unnötige Züge zu machen. Also wenn man den Läufer hier haben will, sollte man nicht erst diesen Läufer dorthin spielen und lässt dann den Schwarzen sich entwickeln und spielt dann nochmal den Läufer nach C4. Nein, wir haben in der Eröffnung keine Zeit zu verschenken. Wir müssen schnell die Figuren rausholen. Hier Läufer C4 spielen, direkt in einem Zug. Also es ist eigentlich so wie beim Fußball oder bei anderen Sportarten, die ein Teamsport sind. Man muss alle Spieler ins Feld holen und die müssen zusammen spielen. Läufer C5 hier an der Stelle. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Regel. Denn die ist, man sollte seinen König möglichst schnell in Sicherheit bringen. Und wie macht man das am besten? Ja, indem er schnell rochiert. Rochade haben wir schon gelernt, 1, 2 Schritte nach rechts und Turm springt neben dran.
Und dann ist dieser König schon in Sicherheit vor seinen drei schönen Bauern. Und auch dieser Turm kommt wieder ins Spiel. Also schnell Figuren ins Spiel bringen. Da haben wir gleich zwei Grundregeln damit eingehalten. Und ich zeige euch mal, wieso es auch jetzt wird es deutlich, wenn man zum Beispiel am Anfang zu viel unnötig Bauern zieht, zum Beispiel hier mit H3 beginnt und Schwarz spielt seinen Bauern ins Zentrum und man fängt an, hier noch Bauern zu ziehen. Und der Schwarze spielt weiter im Zentrum. Angenommen, man spielt jetzt hier F3. Schwarz beachtet die Regeln, spielt Springer C6, holt seine Figuren zum Zentrum hin schnell ins Spiel. Weiß spielt hier E3 und Schwarz entwickelt seinen Läufer ganz schön an dieser Stelle. Holt jetzt endlich mal zum Beispiel Weiß seinen Läufer raus. Und dann sehen wir schon hier in der Stellung, zum Beispiel, wenn jetzt Schwarz noch seinen Läufer hier nach E6 entwickelt und der Weiße entwickelt seinen Springer nach E2. Dass ja, diese Königsstellung total unsicher ist und das Weiß total schlecht hier gemacht hat, denn wir wollen ja die Regel einhalten, schnell rochieren und Königssicherheit. Und wenn der Schwarze jetzt noch seinen Springer entwickelt zur Mitte hin und super harmonisch hier steht, beide Springer sind draußen, Läufer sind draußen, kann Weiß auch gar nicht mehr rochieren. Die Königsstellung ist zerstört. Hier kann einfach Schwarz zum Beispiel schon einen Bauer gewinnen. Deshalb ist es nicht gut, hier so schon vorher die Bauern wahllos zu ziehen, weil man ja schon im ersten Zug darüber nachdenken sollte, was man drei, vier Züge später macht. Und ja, wir haben jetzt schon gehört, wir sollen auch nicht mit den Figuren mehrmals ziehen. Und was wir auch nicht machen sollten, ist am Anfang die Dame so früh herauszuholen. Denn wenn die Dame so früh im Spiel ist, dann kann sie oft angegriffen werden. Und durch diese Angriffe von unserem Gegner schafft es unser Gegner, seine Figuren schön ins Spiel zu bringen. Und wir müssen ständig auf Angriffe unserer Dame reagieren. Also angenommen, wir fangen an, wir beachten die Regel, spielen im Zentrum E4, E5 und spielen an dieser Stelle keine Entwicklung mit einer Leichtfigur, was wir machen müssten, spielen aber hier an der Stelle D4. Und dann kann Schwarz schon E schlägt D4 spielen, Dame schlägt D4 und die Dame ist relativ früh rausgekommen. Hier an der Stelle kann Schwarz eine Figur ins Spiel bringen, eine Leichtfigur entwickeln, den Springer. Springer C6 und bedroht die Dame. Ja, und jetzt müssen wir schon wieder mit der Dame ziehen. Jetzt haben wir ein Problem. Wir wollen natürlich nicht unsere wertvolle Dame verlieren. Und angenommen, wir ziehen jetzt nach D5. Ja gut, was ist der logische Zug für Schwarz? Weil Schach ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie viele denken. Natürlich, ab einem gewissen Level ist das schon so, aber die Grundregeln, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, dann kann man schon eine vernünftige Eröffnung hinbekommen. Der Springer kann hier einfach sich entwickeln und greift die Dame an und schon wieder muss die Dame ziehen. Und angenommen, wo soll sie jetzt hingehen, ja? Also das Problem ist, sie muss auch vielleicht noch ihren Bauern hier beschützen. Sagen wir mal, sie geht nach D3. Und hier an der Stelle sehen wir schon die Schwarz-Spieler haben zwei Springer schon entwickelt und der Weiße hat nur seine Dame herausgebracht bisher und versperrt jetzt sogar noch hier den Weg für den Läufer. Und was macht Schwarz? Ja, er folgt einfach den Eröffnungsregeln. Er entwickelt einfach seinen Läufer nach C5 und bringt den ins Spiel. Und hier an der Stelle ist es so, wenn wir uns das angucken, hat Schwarz schon drei Figuren im Spiel und der Weiße nur die Dame. Ja, also, jetzt zeige ich euch nochmal, wie es besser wäre, am Anfang zu entwickeln. Wir überlegen uns nochmal, was sind die typischen Eröffnungsregeln. Also, wir ziehen die Bauern nicht zu oft, nicht zu viele Bauernzüge machen. Der nächste Punkt, wir versuchen, unsere Leichtfiguren, Läufer und Springer schnell zu entwickeln. Wir versuchen,
im Zentrum zu spielen. Das sind hier die vier Felder, E4, D4, E5 und D5 in der Mitte. Und wir versuchen sowohl mit unseren Bauern im Zentrum zu spielen, weil hier, da geht sozusagen, da spielt sich das ganze Spiel am Anfang ab im Zentrum. Wir versuchen sowohl die Bauern dorthin zu bringen, als auch unsere Leichtfiguren in diese Richtung zu bringen. Wir versuchen nicht, das ist die nächste Regel, mit den Leichtfiguren zu oft zu ziehen. Also immer einen Zug und eine Figur schnell entwickeln, damit sie schön zusammenspielen. Wir versuchen auch deshalb, unsere Leichtfiguren schnell rauszubringen, damit wir unseren König schnell in Sicherheit bringen können und schnell rochieren können. Das ist die andere Regel. Ja, und damit hätten wir eigentlich schon, wenn wir noch die Regel beachten, nicht die Dame zu schnell ins Spiel zu bringen. Das haben wir gerade eben als letztes gesehen. Damit hätten wir alle Regeln, die wir wissen müssen, verinnerlicht. Und ihr könnt das einfach mal jetzt ausprobieren, dass ihr euch diese Regeln merkt und versucht, ja, in der nächsten Partie umzusetzen. Ich freue mich, dass ihr den Kanal guckt. Wenn es euch gefällt, dann abonniert einfach meinen Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Danke.